Heiko, warum hat man dich ausgewählt, für die Gruppe zu sprechen? Hast du irgendwo verloren? Hast du eine Wette verloren oder was? Nee. Also ich glaube, ich wurde deswegen ausgewählt, weil ich eigentlich die Songs schreibe. Aha, okay. Dann erzähl mal erst, bevor wir überhaupt eintauchen in ein schönes Gespräch, dann mach doch erstmal die Fakten. Ist das, eine 32-20 Bluesband? Ja, also der Name selber kommt von irgendeiner Patrone oder sowas. Genau, 30-20. Aha, okay. Genau, und das ist eine Patrone, die passt in Winchester und in den Colt rein. Aha. Aber das hat natürlich nichts mit unserer Musik zu tun, sondern wir beziehen uns auf Robert Johnson. Mhm. Der hatte den 30-20 Blues geschrieben, 1936, 1937 veröffentlicht. Mhm. Wenn du jetzt sowas gehört hast wie die erste Platte, die da lief, das war eine Erkennungsmelodie von einer Hörfunksendung, die ich in den 70er Jahren hatte. Die Hörfunksendung hieß Bluesbox und am Anfang lief immer dieses Stück hier, und das ist Alexis Boogie. Aha. Alexis Boogie ist Alexis Corner. Ja. Und er spielt das mit B.B. King zusammen, und B.B. King in London. Und für mich war das damals ein unheimliches Erlebnis. Ich hatte den Alexis Corner zum Interview, und der erzählte mir dann: Kennst du eigentlich Jimmy Yancey? Kennst du den? Und ich saß da und dachte: Boah, scheiße, die kennst du ja alle nicht. Und der erzählte und erzählte, und das war wirklich ein so großartiges Gefühl. Das hat mich richtig, wie er nachher sagte, an Blues angeturnt. Er sprach hier immer ein ganz komisches Deutsch. Er war selber Österreicher, in Frankreich groß geworden und dann lange in England gelebt. Und aber wirklich einmal ein hochintelligenter Mensch und zum anderen ein Bluesmusiker vom Herrn. Wenn du sagst, ihr habt euren Gruppennamen, habt ihr genommen nach einem Song von Robert Johnson. Wie tief geht denn eure Kenntnis, was Blues angeht? Wenn man sagt, Jimmy Yancey, hättet ihr ihn gekannt? Ich nicht. Gut, Heiko. Aber also wir tauchen schon ziemlich mehr, oder wir sind eine Weile ziemlich tief in den Blues eingetaucht. So haben wir auch begonnen. Ja. Und mittlerweile machen wir nur noch unsere eigenen Songs. Ihr macht eigene Songs, aber ihr beruft euch immer noch so ein bisschen in den Blues, denn ihr sagt ja, ihr seid eine Bluesband. Wir sind eine Bluesband, wir verstehen es auch als Bluesband, ja. Aber ihr schreibt eure eigenen Songs. Richtig, genau. Sagen wir mal, so eine Band, so eine unbekannte, auch recht erfolglose Band wie Rolling Stones, haben ja auch damit angefangen, dass sie Blues-Songs gecovert haben und haben dann später ihre Songs selbst geschrieben. Ihr seid bei eurem 5. Album inzwischen. Ja. Ja, wie hat sich das entwickelt? Es hat sich einfach daraus entwickelt, dass es einfach irgendwann, es gab einen richtigen Druck, dass immer mehr Leute gefragt haben, habt ihr nicht mal eine Aufnahme von euch etc., haben wir natürlich zuerst mal einfach eine Demo-Aufnahme gemacht, die man so anfängt. Mhm. Und die wurden dann sogar verkauft, weil die Leute so eine Nachfrage hatten. Dann haben wir uns dann dazu entschlossen, das erste Album auch zu machen. Und da sind dann aber nur Coversongs drauf. Ja, schade. Hast du es nicht dabei, zufälligerweise in der Hosentasche? Nee, zufällig nicht. Ja, das war ja blöd, da hätten wir jetzt was von spielen können. Dafür haben wir aber das neue Album. Und bevor wir uns jetzt weiter unterhalten, würde ich jetzt gerne was von diesem neuen Album erstmal spielen. Und zwar habe ich mir das angehört und es gibt zwei Titel davon, die mir richtig besonders gut gefallen haben. Und einen spielen wir jetzt mal, der heißt Real. Darling, you made me
made me feel like a king. As you see, I got a song for you to sing. As you got real, was so real. Now I'm proud of3220 Blues Band. Crossbrain heißt dieses Album, das ihr rausgebracht habt, schon vor einiger Zeit, 2014. Genau. In welchem Rhythmus bringt ihr denn Platten raus, wenn ihr schon 5 rausgebracht habt und ihr braucht immer 3 Jahre, um eine neue zu machen, dann macht ihr ja schon seit 15 Jahren Musik. Seit 17. Boah, es ist also ist, Rhythmus habt ihr da beibehalten. Ja, so ungefähr, genau. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Die Produktion einer Platte ist, glaube ich, eine sehr aufwendige Sache mit finanziellen Mitteln. Ja. Wo nehmt ihr auf? Heimstudio? Oder? Ja, ich habe ein Studio daheim. Das ist klasse, ja. Ich nehme auf, also ich habe zum Glück voll ausgestattet. Also zumindest, was man heute so braucht. Gute Mikrofone, gute Verstärker. Ja. Gute Instrumente. Ja, dann hat man schon mal den Großteil. Den Großteil, genau. Zum Mix gehen wir dann immer zu jemand anderem. Ja. Und wer hat das abgemixt hier, dieses Ding? Weil ich habe es mir angehört und habe gesagt, bei einigen Stücken ist es richtig klasse. Bei anderen sage ich, naja, das klingt ein bisschen mumpfig. Wer hat das hier abgemixt? Der Chris Simon hat das abgemixt. Und wer ist das? Der Chris Simon, der hat auch selbst ein Studio in Heidweiler. Der hat jetzt auch, wie gesagt, mal für Weltmusik einen Grammy bekommen für den Mix. Aha. Und der hat auch schon Platten gemastert für Toto und für unfassbar andere Leute. Ja. Und sowas wohnt alles hier in der Nähe? Genau, der ist so alt wie wir. Der war sogar mit Thomas in der Schule. Ja. Ein guter Freund von mir. Und da sind wir immer froh, dass wir so Leute kennen. Du zeigst auf Thomas, er steht hinter uns. Genau. Und beobachtet, was wir tun. Genau. Thomas, du kannst die Keule jetzt wegnehmen. Wir sind nur noch freundlich. Ja.
Also Thomas Neukirch ist derjenige, der singt und spielt Gitarre. Heiko Wilhelmus, das bist du, spielst ja auch Gitarre und schreibst die Songs. Ingo Neukirch ist der Bruder von Thomas. Genau. Ja, wunderbar, er spielt den Bass. Und Benjamin Krämer spielt Schlagzeug. Ja, richtig. Wenn ich das hier sehe mit eurer Geschichte, da sind aber auch einige Wechsel gewesen in der Zeit. 17 Jahre gab es keinen Wechsel mehr jetzt. Boah. Dann habt ihr als Schülerband angefangen. Erzähl ja, ich nicht. Also die anderen drei, die haben als Schülerband angefangen, so 95. Ja. Und da waren noch andere Leute dabei, noch Bläser und. Dann hat sich das irgendwie verworfen. Dann sind Thomas, Ingo und Bendy zurückgeblieben, die drei. Die haben dann weitergemacht. Und dann gab es so ein Open-Air, Edsboden Open-Air hieß das. Mhm. Das hat das letzte Konzert 2000 gemacht. Und da ich in einer anderen Band-Formation da schon gespielt hatte, und dann wollte der Veranstalter, dass alle Bands aus der Region sich zusammenwürfeln und was Eigenes machen. Und ich wurde dann eingeteilt bei Thomas, Ingo und Benny. Ja. Und nach der ersten Probe war klar, wir machen als Quartett weiter. Ja, man muss auch mal Pech haben. Ja, ne? Hätte ja ganz anders laufen können. Genau. Man hätte dich eingeteilt bei Dieter Bohlen und seiner neuen Band, bei ja. Modern Talking. Gut, jeder würde dich bundesweit kennen, aber so wahrscheinlich hättest du nicht so viel Spaß wie mit den Jungs. Kann, weiß ich nicht, aber wir sind uns seit 17 Jahren einig. Wir sind uns einig über alles, über die Musik, die wir machen wollen und auch persönlich. Also ich muss wirklich sagen, ohne Stress. Mhm. Die Vorbilder, die ihr habt, Thomas hatte mir schon erzählt, er ist zum Beispiel ein Fan von Jeff Healey aus diversen Gründen. Was sind andere Musiker, von denen ihr sagt, da kann man sich dran orientieren? Also ich glaube, Jeff Healey ist für uns alle ein wichtiger Mann gewesen. Denn Rory Gallagher auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Einfluss. Und ja, eigentlich, also wir haben von den bekannten Jimi Hendrix, also alles, was so Blues Rock ist, und habe ich alles. Und dann gibt es natürlich auch die Einflüsse von B.B. King oder Albert Collins. Ich bin ein riesen Albert Collins-Fan. Ah, was, ja? Ja. Und also es geht auch quer durch die Blues-Stile. Wenn du jetzt mal zurückdenkst an deine eigenen Jugend, bist denn du irgendwo infiziert worden von der Blues-Musik? Oder wo hört man, wenn man von der Mosel kommt? Gut, das Radio hörst du überall, da kannst du auch an der Mosel hören. Aber wo wird man inspiriert? Ich bin gar nicht zum Blues direkt gekommen. Ich habe den Umweg über den Jazz genommen. Ah. Genau, ich war Saxophonist. Mhm. In der Big Band. Zuerst gespielt. Ja. Und dann später habe ich bei uns in der Schule, in der Band Saxophon gespielt. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss mal die Gitarre da ausprobieren. Und dann habe ich mich mit Gitarrenmusik befasst. Ja. Ne? Und ich habe, ja, so dieses improvisative Element war für mich immer sehr wichtig. Ja. Ja. Und ich glaube auch, die Initialzündung war Albert Collins. Mhm. Wenn man hier so diese Stücke sieht, die sind immer so zwischen, ja, sagen wir mal, 3 und 5 Minuten sind die lang. Ja. Zur Improvisation ist da wenig Zeit. Live, ja. Mhm. Also es kann schon mal sein, dass man mit 10 Stücken ein ganzes Konzert bestreiten. Ja. Also, aber auf der Platte wollte man das ein bisschen straffen, weil es geht da mehr um den Song an sich. Ich weiß ja nicht, ich kenne die anderen nicht, ich kenne nur dieses Crossbrain jetzt. Ja. War denn da mal eine Live-Platte dabei? Siehst du. Die brauche ich mal, her damit. Also ja. Ja, schon die zweite, die ich brauche. Merkst du was? Ja, ja. Ihr hättet so einen Stapel mitbringen können. Alle fünfmal. Das ist die super Vorbereitung, die wir haben. Die hätte ich dann bei eBay verkaufen können. Nachdem ich jetzt heute gesehen habe, dass eure Crossbrain-Platte bei Amazon angeboten wird für 27 Euro, müsst aufpassen, dass ihr es nicht zu teuer machen. Ist Goldstaub drin, also. Ach so. Mensch. Das ist die einzige goldene Platte, die genau ihr bekommen habt. Die wird da jetzt verkauft. Hier habe ich jetzt eine schöne Bluesaufnahme erstmal von jemand, der heißt T-Bone Walker. T-Bone Walker macht Jealous Woman. 1, 2, 3. Jealous woman, acting a fool over me. Way she carry out pretty mama, I'm afraid.
afraid to go to sleep. If I look at another woman, might get stabbed in the back. If I look at another woman, I might get stabbed in the back. I shook hands with my old girlfriend, she gave me a heart attack.